Hallo ihr Leseratten, ich habe gestern bei Goodreads in der Lesenächte-Gruppe, ich verlinke euch in der Infobox, eine kleine Fragerunde gefunden, die ich das Tag umformulieren will und beziehungsweise das Tag beantworten möchte. Und ja, habe mir die Bücher dafür rausgelegt, einige muss ich einblenden, weil die gibt es noch gar nicht, die habe ich sozusagen auch noch gar nicht. Genau, und es sind insgesamt 7 Fragen. Und wer Lust hat, kann diese Fragen natürlich auch gerne beantworten. So, ich fange einfach mal an. Was war, also es geht um das, wie ihr schon am Titel sehen könnt, um Halbjahresplan 2017. So eine Videos habe ich noch nie gedreht. Also dadurch, dass ich jetzt auch nichts zähle und gucke und mache und tue, ist es für mich sowieso nochmal anders. Zu gucken, wie viele Bücher in diese Kategorien reinfallen. Ja, aber so eine Halbjahressachen habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Und ich dachte mir so, warum nicht? Die Fragen waren interessant und ja. Fangen wir einfach mal an. Erstens, was war euer bestes Buch bisher? Ich habe mir die ganzen Bücher rausgesucht, die in dem ersten Halbjahr 5 Sterne von mir bekommen haben, wobei eins eher außer Konkurrenz ist, aber ich zeige euch das der Vollständigkeit trotzdem. Das erste ist Mystery Park Level 2, das Omega-Rätsel. Wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr meine Videos länger schaut, ich liebe die Mystery Park Reihe und ich bin jetzt so traurig, dass es alles vorbei ist, dass ich sie alle gelesen habe und trotzdem bin ich glücklich, dass ich sie gelesen habe, weil es einfach eine großartige Reihe ist und deswegen hat dieser Band auch von mir 5 Sterne bekommen, weil ja, es ist einfach schön gewesen, nochmal dahin zurückzukehren, nochmal in diese Welt abzutauchen, diesen Park, diese Anlage. Es ist einfach nur ein ganz, ganz geniales Jugendbuch, eine ganz geniale Jugendbuchreihe. Und wenn ihr Jugendbuchreihen mit Computer und Technik mögt und Natur und allem möglichen Kremsel, dann schaut euch diese Sachen mal, also diese Reihe mal einfach an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Charaktere sind toll. Dieser Park ist wunderbar und ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen, der solche Bücher mag. Das nächste ist Selbe Schokolade. Auch ein Jugendbuch von Martina Sala. Das ist das, eigentlich das, das ist ein Buch aus der Ich bin ich-Reihe. Es sind Autorinnen bei von der frechen Mädchen-Reihe, dass die Mädchen darauf aufmerksam geworden. Aber es behandelt ja Themen des Alltags. Es ist nicht unbedingt, naja, Liebesgeschichten sind es schon irgendwie. Aber es ist halt nichts Alltägliches, also doch alltäglich schon. Ja, es ist ein Problem, auf die man stößt, mit denen die Personen fertig werden müssen, teilweise. Also es ist halt schwierig zu erklären, ohne jetzt ja, in die Tiefe zu gehen. Hier ist es zum Beispiel, dass, wie heißt sie denn gleich? Lisanne, genau. Lisanne in einen Jungen verliebt ist und der sie aber überhaupt nicht beachtet, so 0,0 beachtet. Und dann geht sie in einen Chat und merkt so, da ist er ja. Na, wunderbar. Der heißt genauso wie er und mit dem Nicknamen und das muss er sein, auf jeden Fall. Als Lisa denkt man so, bist du dir da sicher? Kann es nicht auch jemand anders sein? Und ja, die Tücken des Internets sind hier eine große Rolle. Und ja, das Buch hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Es war zwar für den Leser vorhersehbar, also für mich zumindest war es vorhersehbar, vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich schon älter bin als die Zielgruppe. Aber trotzdem fand ich diese Umsetzung einfach klasse und es hat mir viel, viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich werde mir auf jeden Fall noch weitere Bücher der Ich bin ich-Reihe anschauen. Ich habe auch noch eins wieder hier, habe es noch nicht gelesen und bin ich schon sehr gespannt drauf. Vor allem, weil bei dem Buch gar nicht klar wird, worum es überhaupt geht. Also da bin ich schon richtig gespannt, ob es auch wieder so ein 5-Sterne-Buch wird wie das hier. Und dann haben wir noch Jonas, Julia und die Geister. Von, oh Gott, Angelika Mechtel. Ich muss das echt mal nachgucken, ob ich das Buch schon dreimal gelesen habe inzwischen. Zählte sehr, sehr lange zu meinen Lieblingsbüchern und hat mir auch die Fantasy-Welt auch ein bisschen näher gebracht, auch parallele Welten und Rollenspiele und so ein Krams. Und hatte mich sogar dazu veranlasst, mal meinen Geburtstag, wenn meine Geburtstagsfeier nach diesem Buch quasi auszurichten, auch wenn ich mir im Nachhinein darüber nachdenke, wie wir das gestaltet haben, hat das mit dem Buch eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Also, nun ja. Aber ich war halt fasziniert von diesem Buch und habe es, wie gesagt, insgesamt schon dreimal gelesen und ich habe es jetzt letztes Jahr, dieses Jahr nochmal gelesen, weil ich dachte so, ich will ja mal wissen, wie es mir jetzt gefällt. Und musste dann feststellen,
dass dieses Buch komplett ohne Anführungszeichen auskommt. Und was mich ja normalerweise total stören würde, hatte mich da anscheinend nie gestört. Also das war merkwürdig für mich dann zu lesen, dass es wirklich so ein Buch ist. Aber trotzdem mag ich die Geschichte immer noch und trotzdem hat es für mich immer noch 5 Sterne verdient. Einfach weil ich diese grobe Geschichte, dieses ganze Rollenspiel und Verworren mit der realen Welt und so weiter, das fand ich einfach, oder finde ich einfach absolut genial. Aber das ist wie gesagt außen vor, außer Konkurrenz, weil ich es eben schon 3-mal gelesen habe und deswegen keine Überraschung für mich war. Also lasst mich einfach auch nicht mehr. Ein Buch, das auch komplett 5 Sterne von mir bekommen hat, ist Amy on the Summer Road. Ich wusste ja von Anfang an, oder ich habe es mir gedacht zumindest, dass es ein Buch für mich sein würde, dass es dann wirklich so umwerfend gut sein würde, dass es dann nur so durchrausche, hätte ich nicht vermutet. Und ja, ich würde gerne mehr von solchen Roadtrips lesen. Ich meine, das Buch ist nicht gerade dünn. Wie viele Seiten hat es denn? Ich habe keine Ahnung. Es hat nur 473 Seiten. Sieht wesentlich dicker aus. Hat auch Seiten, wo man nichts geschrieben muss oder nur ganz wenig geschrieben ist, klar. Weil man da ja überall diese Fotos und so weiter noch drin hat. Aber allein diese Aufmachung und dieses ganz drumherum und dieser Roadtrip und Charaktere, das ist einfach nur klasse. Für mich endet es ein bisschen abrupt am Ende, aber gut, damit kann ich doch irgendwie leben. Man kann sich dann eben selber überlegen, wie geht es dann mit den beiden weiter? Was kommt nach dem Roadtrip? Aber trotzdem hat mir dieses Buch richtig gut gefallen. So, die nächste Frage. Also das waren alle meine 5-Sterne-Bücher von 2016 im ersten Halbjahr. Von 2017 im ersten Halbjahr, mein Gott. Was war euer schlechtestes Buch bisher? Oh ja, da musste ich nicht lange überlegen oder gucken. Das war definitiv Die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstands von Salvatore Basile. Als ich das Buch bekam von Bücher.de, war ich, was heißt begeistert? Ich habe mich drauf gefreut, es klang toll. Es klang so, wie man früher so, Aufsätze schreiben musste aus der Sicht eines Radiergummis oder aus einem Bleistift. Das hatten wir zum Beispiel mal als Aufsatz gehabt in der Grundschule. Oder auch wie der Teddybär, Henry M. Brown. So habe ich mir das eher vorgestellt. Aber der Gegenstand hat nur eine bedingte Rolle und der ganze Schreibstil ist komisch und die Charaktere sind total abstrus. Die sind so verschroben, alle beide. Es gibt einen Protagonisten und eine größere Nebenfigur. Und die sind so ganz komisch. Ich wurde mit den beiden überhaupt nicht warm. Und die ganze Handlung war einfach so lahm und langweilig, dass ich mich da echt durchgequält habe. Dass es so lange gedauert hat, dass mich Bücher, die ich schon angeschrieben hat und gefragt habe, so, sag mal, liest du es überhaupt noch oder hast du keine Lust mehr? Wo ich dann sagte, es tut mir leid, ich bin mal durchversprochen. Ja, es war schon echt grenzwertig und deswegen hat das Buch auch nur 2 Sterne von mir bekommen. Nein. So, gab es Überraschungen? Oh ja. Es gab eine ganz große Überraschung. Eine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und vor allem war das Buch schon seit wirklich Jahren, seit März 2012 auf meinem Sub lag. Also seit 5 Jahren. Und ich es nicht angerührt habe, weil es mich vom Cover nicht angesprochen hatte und generell nicht viel Preis gab, worum es eigentlich geht, weil es hat nur einen ganz kurzen Klappentext. Die Maske verspricht dir die Schönheit, von der du immer geträumt hast. Doch welchen Preis bist du bereit dafür zu zahlen? Und ich lese ja die Innenklappentexte nicht, weil die mir zu viel spoilern. Und ja, das war einfach für mich so nichts da. Ich glaube, das habe ich mir vom Verlag einfach so zugeschickt bekommen, ohne gefragt zu werden. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war so. Und da dachte ich mir so, und das ist jetzt schon so lange her. Und dachte mir so, irgendwann musst du dieses Buch endlich mal lesen. Und inzwischen kann ich sagen, ich bin da gerade dabei, die Rezension zu schreiben und werde auch noch eine Rezension dazu drehen, weil mich das Buch eben so stark überrascht hat. Und zwar ist das Masken und der magische Herrscher von Mara Lang. Ich habe ja schon vorher mal, also das ist auch schon wieder Jahre her, habe ich mal was Gutes über das Buch gehört. Aber ich dachte so, ja klar, weiß ich nicht. Aber für mich ist es halt nichts. Es ist einfach, spricht mich überhaupt nicht an. Ich mag das sowieso keine Cover mit Menschen drauf so wirklich.
haben ja viele das Problem, habe ich inzwischen festgestellt. Es ist einfach so. Ja. Aber ich muss sagen, dieses Buch ist einfach nur so gut. Also ich habe es, glaube ich, auch relativ schnell durchgelesen, weil es einfach so davonfliegt. Und die Handlung ist mal sowas ganz, ganz anderes als das, was man sonst so liest, als ist Fantasy. Aber es ist halt so, ja, so neu, so, ich kann nicht kaum in Worte fassen jetzt in dieser kurzen, also in diesem Kurzzusammenfassung. Ja, da muss ich ein bisschen ausschweifender werden und dazu gibt es halt noch die Rezension demnächst. Ich bin dabei, sie zu schreiben, also als Blogpost gibt es die auf jeden Fall. Falls ich es nicht jetzt vergessen sondern die als Videorezension zu drehen, gibt es die auf jeden Fall demnächst als Blogpost. Und ich hoffe, ich schaffe es auch nochmal dazu, die Videorezension abzudrehen. Weil das Buch muss man sich angeguckt haben, wenn man Fantasy mag. So, die vierte Frage ist, auf welche Neuerscheinungen freut ihr euch in der zweiten Jahreshälfte? Oha, ich habe mal meinen Kalender durchgeguckt, wo ich das eingetragen habe, welche Neuerscheinungen es dieses Jahr noch gibt, worauf ich mich freue. Ob ich die wirklich alle haben werde und lesen werde, sei mal dahingestellt. Haben werden wollen vielleicht schon, ob ich sie alle lesen werde, weiß ich nicht. Einige davon stehen auch auf meiner Leseliste 2017. Ja, ich habe meine Leseliste für 2017 gemacht. Ganz unabhängig davon, ob ich sie wirklich schaffen werde oder nicht, ist, ne? Aber das würde ich gerne schaffen wollen. Und da sind so einige bei. Ich blende hier die Cover mal alle ein und dann schauen wir mal weiter. Das erste ist das verboten böse Buch von Magnus Müß. Ich hatte ja schon zu den ersten drei Büchern eine Rezension abgedreht. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Und bin deswegen umso gespannter auf den vierten Teil dieser Reihe. Und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht mit diesem ganzen magischen Zeug und dem Zauberern. Und ja. Als nächstes, und das kann ich Ihnen gleich verstreichen, weil das habe ich mir heute gekauft. Moment, ich hole es mal eben. Das nächste Buch, was auf meiner Liste steht, oder eigentlich stand, weil ich habe es mir gesagt heute gekauft, ist New York Diaries Zoe. Damit habe ich jetzt alle vier Bände dieser Reihe und freue mich darauf, sie zu lesen. Ich muss noch Phoebe lesen, bevor ich Zoe beginnen kann. Aber ich denke, die beiden Bücher werden dieses Jahr auf jeden Fall noch gelesen werden. So. Wenn es das Buch gegeben hätte, was jetzt kommt, heute bei Real, hätte ich das auch mitgenommen. Und zwar den dritten Band und letzten Band der Muckreihe von Anna Muckikat. Ja, darauf freue ich mich auch schon sehr, 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 sehr. Und hoffe, ihn irgendwie bald zu finden oder einfach mal irgendwann zu sagen, jetzt kaufe ich ihn mir und ja, schauen wir mal. Was ich mir auch ziemlich bald nach Erscheinen holen will und was ich eigentlich immer sofort mache und auch immer sofort lese, egal was Platz davor oder was ich gerade lese, den lese ich ja meist alles fallen liegen und lese dieses Buch und zwar ist das Death Call, er bringt den Tod von Chris Carter. Es ist, oh Gott, der achte? Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist der achte Band, oder? Ja, da habe ich ja inzwischen, Entschuldigung, alle Bücher gelesen und die letzten halt immer gleich nach Erscheinen und deswegen muss dieser Band natürlich auch, darf er nicht fehlen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es da in der Reihe weitergeht. Dann ein Buch, wo ich sehr überrascht war, dass es das geben wird. Das ist auch noch nicht, das ist das Neueste, was auf meiner Liste steht, was ich, welche Neuerscheinung dieses Jahr eben bei mir auf der neuen Liste steht. Wo ich aber den dritten Band noch lesen muss, bevor ich diese Vorgeschichte lesen kann. Und zwar Die Spur des Buches von Kai Meier. Eine Vorgeschichte zu den Seiten der Welt. Ist jetzt modern, dass man überall Vorgeschichten macht oder eine Trilogie, die doch keine Trilogie ist, sondern einfach mal weitergeht oder davor was passiert. Trotzdem darf es natürlich dann nicht fehlen in der Reihenfolge und ja, also ob ich es denn lesen werde oder holen werde dieses Jahr, ist fraglich. Welches Buch ich auf jeden Fall auch haben möchte und worauf ich mich auch freue und ich mich schon gefreut habe, als es hieß, es erscheint dieses Jahr, ist Veilchens Rausch von Joe Fischler. Ja, auch die Reihe habe ich bis jetzt sehr gerne gelesen, wobei ich immer noch sagen muss, der erste Band gefällt mir natürlich immer noch am besten. Da ist der Humor einfach so richtig prägnant. Der zweite ist ein bisschen schwächer als der erste und der dritte geht schon wieder besser. Aber ja, dieser ganze Humor, dieses Miteinander der Charaktere ist einfach so genial. Da ist der Krimi im Prinzip nebensächlich. Ist ja auch klar wichtig für die Handlung, weil es ein Krimi, ein Alpenkrimi. Ein österreichischer Alpenkrimi, aber die Charaktere haben hier auf jeden Fall Vorrang. Dann
ein Buch, wo ich auch noch, also das ist eigentlich der Beginn der zweiten Reihe, der anschließt an eine andere Reihe, wo ich das letzte Mal noch lesen muss. Ich hoffe, dass ich es auch noch dieses Jahr schaffe. Und zwar ist es Bitterfrost von Jennifer Esten. Und dann geht es ja um Rory, die man ja schon in Frostnacht kennengelernt hat. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe von dem Buch Bitterfrost gehört und kurz danach habe ich Frostnacht gelesen und dachte so, den Namen kenne ich. Nochmal geguckt, ob es dann wirklich übereinstimmt und tatsächlich, es stimmt überein. Es gibt also eine andere Mythos-Akademie und meine andere Protagonistin, die wir aber schon kennenlernen durften und die mir auch sehr sympathisch ist, wobei ich, also weshalb ich mich auf jeden Fall sehr auf diese Reihe freue. So. Als nächstes steht auf meiner Liste Wolkenschloss von Kerstin Gier. Mal wieder ein Jugendbuch von Kerstin Gier und ich habe ja die beiden Jugendbuchreihen von ihr schon gelesen. Von daher steht auch das auf meiner Wunschliste für dieses Jahr. Und ein Buch, über das ich mich wahrscheinlich am meisten gefreut habe von allen Büchern, die ich jetzt genannt habe, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass es noch einen weiteren Band der Reihe geben wird. Ich habe noch einige Bände zu lesen, ich bin noch nicht durch. Ich weiß doch noch nicht, wie es im letzten Band, der bis jetzt erschienen ist, endet. Aber wie gesagt, ich dachte, die Reihe ist vielleicht abgeschlossen, weil das letzte Buch kam 2013 raus. Also ist schon 5 Jahre her und zwischendurch kamen von dem Autor andere Bücher raus. Und zwar rede ich von der Harry-Holi-Reihe und zwar kommt im September oder Oktober kommt Durst raus. Der 11. Band der Harry-Holi-Reihe und ich freue mich so dermaßen auf dieses Buch. Allein jetzt erstmal schon zu besitzen ist total genial. Und ich freue mich natürlich auch auf die Verfilmung von Schneemann. Den ersten Buch, was ich aus der Reihe gelesen habe und das erste Buch, was jetzt verfilmt wird. Ich habe den Trailer gesehen vor kurzem und diese Melodie in diesem Trailer, dieses Lied, da habe ich gleich ein Ohr von, würde ich mal sagen. Ja, das gehört ein anderes Thema. So, die fünfte Frage. Also das waren jetzt alle Bücher, auf die ich mich noch freue. So, fünfte Frage ist, welches Buch wollt ihr in diesem Jahr auf jeden Fall noch lesen? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ehrlich? Also, die Frage, ich meine, ich könnte meine gesamte Leseliste 2017 jetzt herholen und sagen, so die Bücher, aber das sind einfach mal wahrscheinlich viel zu viele für das zweite Halbjahr. Das schaffe ich garantiert nicht, weil ich ja auch noch andere Bücher zwischendurch lese und die Frage kann ich nicht beantworten, weil es einfach zu viele Bücher sind, die ich lesen will. Am liebsten möchte ich meine gesamten Bücher, die hier sind und einige, die ich noch nicht hier habe, sofort lesen. Also, das ist schwierig. So, dann, welches Cover hat euch besonders gut gefallen? Auch die Frage fand ich dieses Jahr schwer, weil ich kein Buch habe, was mir jetzt besonders gut gefallen hatte. Also ich habe ja viele gut aussehende Cover, aber irgendwie von den Gelesenen ist jetzt keins mehr, wo ich sage, boah, dieses Cover ist so der Hammer. Ich habe mich dann trotzdem für zwei entschieden, die mir sehr gut gefallen haben, aus verschiedenen Gründen. Das ist zum einen, das ist das falsche Buch, aber das macht nichts, die ganze Reihe gehört dazu. Das ist schön. das Buch der Zeit, das sind jetzt die 7 Münzen. Ich wollte eigentlich an der Pforte den ersten Band fangen, das ist der zweite Band. Ich habe aber beide im ersten Halbjahr gelesen, von daher passt das auch. Weil die einfach so sich nicht nur gut aussehen von dem Cover her, sondern sich auch noch gut anfühlen. Das ist bei den Taschenbuchausgaben nicht der Fall. Die fassen sich halt nicht so schön an. Von dem Buch hatte ich hier als Taschenbuchausgabe aus Versehen gekauft. Online. Und habe dann ganz schnell gesagt, nein, kein Taschenbuch, ich möchte die Hardcover-Ausgabe. Wegen dem Fühlen. Ja, deswegen gehören die Bücher, die beiden Bücher, sagen wir mal, dazu. Und auch, vielleicht ganz ungewöhnlich für mich, dieses Buch, Die Perlenfrauen, nicht wegen den Blüten oder sonst irgendwas, sondern weil es einfach mal glitzert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so einfangen kann. Ich wackel mal ein bisschen, vielleicht seht ihr das ja, dass das so ein Perlmutt-Schimmer-Glitzer drin hat, was mir einfach, ja, sehr gut gefällt. Dahin, oh Gott, das wackelt. Ich mache mal lieber nicht. So. Und dann, mit welchem Buchcharakter würdet ihr gerne mal einen Kaffee trinken gehen? Auch die Frage fand ich sehr schwer, weil, ich habe es jetzt nicht so, dass ich denke so, du bist mir aber absolut sympathisch, mit dir will ich absolut einen Kaffee trinken gehen. Darüber denke ich einfach mal nicht nach. Ich meine, klar, es gibt Buchcharaktere, die mir wirklich sehr sympathisch sind, aber so, weiß ich nicht, fiel mir dann spontan nicht so wirklich was ein. Also habe ich mich für Maddie Freeman entschieden,
die halt von ihrer Art her und von ihrem Charakter und von ihrer Willensstärke einfach mal genial ist. Gerade im zweiten Band ist ihre Willensstärke so enorm hoch und ja, sie lehnt sich ja quasi auch gegen ihren eigenen Vater auf, was ja auch nochmal sehr, sehr mutig ist. Und deswegen habe ich mich jetzt für Maddie entschieden. Ja, Kaffee trinken können wir gerne mal. Gut, und das waren sie alle, die 5 Fragen, nein, die 7 Fragen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Fragen ja auch gerne mal beantworten. Ich will sie jetzt noch bei Goodreads beantworten, habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video mit mir. Bis dann. Bye, bye.